Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sehen ja noch rechts den Gonzo, wie ihr es gehört. Wir sind jetzt hier in Sunny Meadows. Ah, schön. Rote Cam. Gut doch. Gut doch. Wo bleibt denn der andere schon wieder? Ja, der muss sein Potato-PC erst mit einem Hamster ankurbeln. Ah. So. Anwesend Bewegungssensor während der Jagd smatschen und entkommen sie einer Jagd. Okay. Meine Dailies habe ich erledigt. Ich brauche noch einen Auftrag. Gut, die wöchentlichen sind mir eh immer ein bisschen zu viel. Ja, gut, die mache ich auch nur, wenn sie es hier geben. Ich habe auch noch keine perfekten Spiele abgeschlossen. Ich glaube, du musst wirklich alle Bilder perfekt machen, alle Quests lösen. Weißt du, so maximale Punktzahl kriegen sozusagen. Das ist mir einfach zu nervig, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will das Spiel genießen. So. Genießen will aus. Ja. Genieß doch erstmal mich. Okay. Was wird das schon wieder? So, Marc. Der Marc hat. Oh. Geil. Nee, ich hör's auf. Das ist doch doof sonst. Was haben wir denn hier? Klemmbrett der Freude oder was? Steht da drauf? Ich weiß auch nicht. Kannst du nicht lesen. Also. Echt, komm. Also es gibt immer noch, muss ich sagen, es gibt keine Map bisher, die so ein cooles Ambiente hat wie die Map hier. Nee, das stimmt. Das ist echt mega geil. Ne, auch die Geräusche, die man so aus dem Nichts. Die man aus dem Nichts hört, weißt du? Ja. Übrigens habe ich auch schon gehabt, dass ein Geist dieses Kreuz umgedreht hat. Cool. Das war überhaupt nicht gruselig. Okay, glaube ich. In die Richtung jetzt nicht. Ja, ganz normal. Nur der Ostflügel, alles klar. Ja, irgendwie ist hier überall einfach kalt, obwohl ich den Breaker angemacht habe. Ach so, Entschuldigung. Oh, es geht nur geradeaus, okay. Vorsicht, wenn er jetzt huntet, geht die Tür hinter uns zu. Ja, dann ist halt so. Hier ist der Knochen. Ja. Also haltet schon euren Kopf. Euren Kopf, genau. Schaut schon nach Hiding Spots. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh, hier ist ein Hiding Spot. Hinter dem Bett. Oh, die Tür hier? 1,5 Grad. Ja, ist hier. Bist du hier? Bist du da? Wie alt bist du? Hab mich lieb. Jetzt so. Den Ton habe ich ja noch nie gehört. Gib uns ein Zeichen. Ey, gut, dass der Markt einen Kruzifix hat, aber er ist so gut. Falls er hier sofort hat. Jo. Geh weg! Er ist in mir! Solange er dich nicht übernimmt. Hey! Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Okay. Er hat gerade Attack gesagt. Der klingt ganz schön evil. Schönes Thumbnail, findet ihr nicht auch? Das
gearbeitet, dass wir auf jeden Fall durchgehen. Alter. Scheiß Randalierer hier. Kais Kruzifix! Lass dich von Jesus ficken! Ich nehme mal die Cam mit. Jawohl, ein zweites Kruzifix nehme ich mal mit. Ach, warte mal, nehme ich das Buch mit. Ja, sehr gut. Dann lass ich den Bewegungsmelder erstmal hier, wir wissen ja, wo der hier ist. Ja, den haben wir auch als Quest, dann nehme ich den mit, ist kein Problem. Achso, ja, okay. Ja, nur noch 40% Sanity, ne? Wir müssen jetzt mit Hans rechnen, ich sag's nur mal eben. Ja. Wird schon gut gehen. Die Macht Gottes wird uns schützen. Wir sind verloren. Hier war der Heiligen Spot. Ah, hier, okay. Direkt nebenan. So, ein Kruzifix liegt hier, das andere liegt hier in den Gang. Dann haben wir ein bisschen Range. Das Problem ist auch eigentlich nicht, dass der uns huntet, während wir da sind, sondern eher, während wir zu weit weg sind. Jetzt ist Kruzifix angeknabbert. Alles klar, alles klar. Wie gesagt, das Problem ist nicht, dass der uns huntet, wenn wir da sind, sondern wenn wir weiter weg sind. Weil dann kommen wir nicht mehr ins Versteck. Kurz hier weg zerstört. Ist klar oder eben nicht klar. So, was haben wir jetzt eigentlich? Geister, Box und... Er huntet! Nein, Daniel! Da bist du richtig, hinten dran. Du schaffst das! Warum geht er nicht hinter die Matratze? Rikesa. Lass uns mal eben mehr da zwei Pillen nehmen. Ja. Dann sind wir wieder frisch. Frisch genug zumindest. 69, Mark hat 69. okay. So, was haben wir jetzt an Dingens? Wir haben Box und noch was? Ich dachte, ich wüsste. Ich weiß erstmal nur von der Box. Ich nehme mal Smudge Stick mit rein, auf jeden Fall. Können wir vielleicht irgendwie noch eine Kamera? Kannst du noch eine Fotokamera mitnehmen? Selbstverständlich. Fotokamera? Ja, ja, die hier, genau. Und ja, dann, klar. Was haben wir denn noch? Was braucht man denn noch? Ein Zwart habe ich noch. Was muss er denn noch hier machen, ja? Rauchasche. V-Lamp muss ja auch schon irgendwo da sein. Zweiten Dot, bringt das was noch? Der Raum ist klein, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn die Kamera hier stehen? Steht die im Raum? Ja, die ist im Raum, genau. Ich habe noch eine im Flur, die geht in den Raum rein, also. Die dann? Ja, gut, die ist nicht so viel. Dann lass doch den zweiten Dot mitnehmen. Ja, doch, doch, warte mal. Doch, da war Dots. Projektor. Okay, Dots. Oh, Gespenst. Dann lass uns Salz mitnehmen. Dann finden wir raus, ob es ein Gespenst ist. Ja, okay. Breakers noch an. Dumpti-dumpti-dum. Wir sind zurück! Du hast ja eine Fotokamera mitgenommen, ne? Da können wir direkt den Daniel mal fotografieren. Mach ich doch direkt den Daniel fotografieren. Hier, da ist die Leiche. Schön gegen die Wand gelehnt, bei mir zumindest. Ja, bei mir ist er in T-Pose. Okay.
Ups, war ich, sorry. Ich hab ein Foto gemacht. Ja, sehr gut. Oh, dann schimmer rüber. Er hat hier gerade das eine Kruzifix zerstört. Das kannst du auch mal fotografieren. Hab ich. Einmal die Tür, die hat er gerade angetatscht. Hab ich. Okay. Irgendwas hat er hier geworfen. Fotografier einfach mal hier in die Ecke. Oh. Ganz ruhig, ist ein Event. Ach so, ist ein Event, okay. Also ich kann mal Salz hier reinmachen. Ja. Auch nur ein Event, auch nur ein Event. Boah. So. Okay. Er hat ins Buch geschrieben. Ach, Buch, okay. Ein Deogen, der kann einen nur finden. Raus hier. Ach, das ist der in die Verstecke geht und so, ne? Ja. Wenn der einen sieht, können wir nur versuchen, den möglichst lange auf uns zukommen zu lassen und dann zu smatschen und dann wegzulaufen. Und den wieder lange auf einen zukommen zu lassen. Haben wir jetzt an Bildern gemacht. Aktion, Leiche, Geisterbuch, Voodoo-Puppe. Es reicht. Ah, wir müssen im Hand entkommen. Wie soll man das denn machen bei dem Deogen? Ja, wenn nicht, lassen wir das sein bei dem. Also ich weiß schon, irgendwie versuchen, ich weiß schon grundsätzlich wie, aber das Problem ist, du musst den halt immer auf Sicht halten. Der muss dich immer sehen, damit er langsam bleibt, weißt du? Das ist gar nicht so einfach. Ich müsste mir den Gang vorher mal angucken. Dann versuche ich's. Ja, Kamera kann dann weg, oder? Ja, ja, brauchen wir nicht. Nimm mal Smudge-Stick lieber mit. Ja, deswegen. Ja. Dann können wir mich unser Glück mal versuchen. Komm mit dir. So. Genau, wir müssen, also pass auf, der wird wie gestört auf uns zurennen, bis er eine Sichtlinie auf uns hat. Ja. Und dann wird er langsam auf uns zukommen. Der wird langsamer werden, je länger er auf uns zuläuft. Und dann müssen wir den halt, das Problem ist halt, wir können den nicht richtig loopen, wie Anja schreibt gerade schon im Chat, Hardcore loopen. Das kann man machen, wenn man was hat. Aber ich weiß, ich sehe hier nichts, wo ich im Kreis mit dem rumlaufen könnte. Wir könnten höchstens mal hinten in die Gänge, in die Räume gehen, aber ich glaube, selbst da ist nichts, irgendwie ein Tisch oder so, wo wir rumlaufen können. Kann ich mich jetzt auch nicht dran entsinnen, dass das alles irgendwo an der Wand gelehnt. Aber wenn wir zwei Smudge-Sticks frei. Du hast Feuerzeug hast auch, ne? Ja. Ja. Wenn wir zwei Smudge-Sticks haben, können wir halt im Notfall den Eimer verscheuchen und dann kommt der nochmal irgendwann auf uns zu und dann kann man sofort nochmal verscheuchen. Ja, genau. Das heißt, wir müssen aber zusammenbleiben dann. Ja, ja. Er huntet. Okay, mal gucken, ob er hierher kommt. Wenn er hierher kommt, können wir in den Raum gehen, hier nebenan, in die Rezeption. Er kommt, er kommt. Er ist da. Ja, ist wieder langsam, er wird langsam, er wird langsam. Einfach rückwärts gehen. No. Hier, in die Ecke. Okay, weg. Wir sind der Jagd entkommen. So können wir es aber machen. Und dann smatschen wir halt noch einfach mal. Ja, hier kannst du dann, hier können wir rumlaufen, genau. Genau, so machen wir das nochmal. Wir locken den rüber, bis er hier in die Nähe kommt. Wo wir aber, glaube ich, auch rumrennen können. Wir können eigentlich auch theoretisch in die Kapelle gehen mit dem, ne? Wollte ich gerade sagen, mit dem Geländer. Hier rum. Ja, machen wir. Das aber ist, glaube ich, mehr. Ja. Mehr Weg. Das können wir machen, gute Idee. Hallo! Der ist ja drüben aktiv. Der wird auch gleich wieder handen. Ja, müssen eigentlich nur warten. Ja. Und dann werde ich den aber einmal smatschen, weil der Hand war jetzt auch viel kürzer, als ich erwartet habe tatsächlich. Ich dachte, der dauert länger. Deswegen habe ich auch noch nicht gesmatscht. Ja gut, aber wenn wir die ganze Zeit... Warte mal, müssen wir den smatschen, oder? Ja. Ist ein Objective. Okay. Ich wusste jetzt nicht, ob smatschen oder Hand entkommen. Boah, ich muss mal meine... Er hat da hinten noch irgendwo Wasser angemacht. Ich höre da hinten Wasser laufen. Vom Badezimmer aus. Ja. Wenn ich nicht so ein Feigling wäre, würde ich mich ja trauen, das zu fotografieren zu gehen. Aber ich will jetzt nicht sterben, deswegen. Daniel, schreibt gerade im Chat, als ich die Schrittgeschwindigkeit gesehen habe, war mir so klar, dass ich gefickt bin. Ja, weil der läuft halt einen Affenzahn auf dich zu. Der rennt ja richtig. Der wird erst langsam, wenn er kurz vor dir ist. Lol. Mal langsam rückwärts.
Ja, genug Vorwandzeit das. Er kommt. Björn. Und hier rein. Ja, er kommt. Einmal smatschen. Ja, ja. Er sieht uns, alles gut. Hier können wir entspannt laufen mit dem. Ja, geschafft. Ja, und ab raus hier. Sehr gut. Oh, hier ist ja easy gewesen. Das ist easy da, ja. Ja, das Schöne ist, du siehst auch durch die Kerzen da ein bisschen mehr als im dunklen Raum hier, ne? Richtig. Ja, nice! Geschafft. Ach, perfekt. Boah, ja. Was eine Arbeit, ey. Dann vergaß ich uns hier nochmal. So. Okay. Welcome back. I prepared some jobs for you. Hoppala. Ich dachte schon beim Daniel, warum kommt denn aus dem Versteck wieder raus? Was geht denn mit dem? Ich hab da gar nicht gedacht, dass es ein Diogen sein könnte. Ja. Hey, wirklich, ich bin weg, als er angefangen hat. Wollte schon Richtung den Raum, in das Versteck. Und dann habe ich die Schritte gehört. Und dann wusste ich, ja, ist scheißegal, was du jetzt machst, du bist tot. Ja, er läuft sogar schneller als ein Revenant in dem Moment. Das ist abartig, ne? Aber cool. Ich meine, es ist auch cool, dass es Sonnengeist gibt, ehrlich gesagt. Das macht das Verstecken schon wieder ein bisschen... Ich hätte dem in dem Gang ja auch nicht entkommen können. Ich hätte nirgendwo kiten können. Nee, du hättest wirklich nur gucken können, dass sozusagen direkt, wenn man das gewusst hätte, ne, direkt vor der Tür stehen bleiben und dann direkt den ganzen Weg rückwärts mit ihm gehen. Das wäre die einzige Chance gewesen. In der Hoffnung, dass das ist gerade. Das ist gerade passiert. Ich habe dein zweites Kruzifix, was im Gang lag, habe ich in die Hand genommen, hab's in den Raum geschmissen, weil Sandra ja kaputt war und in der Luft, als das Kreuz in der Luft war, hat der Hand angefangen. Ah, das ist ekelhaft. So nach dem Motto, wenn der Geist sagt, Alter, dich fick ich noch. So nicht, mein Freund. So nicht.